Jasmin Ritter, 2007. Und 12 Jahre später. Die Enkelin von Karin Ritter ist gerade 19 geworden. An diesem Tag im Juni 2019 steht sie vor Gericht. Ich bin selber schuld, ich hab die Scheiße gebaut, also muss ich damit dafür gerade stehen. Raub mit gefährlicher Körperverletzung lautet die Anklage. Zusammen mit ihren Onkeln Norman und Christopher Ritter soll sie vor dieser Schule einen Obdachlosen ausgeraubt und verprügelt haben. Und das ist längst nicht alles. Da kommt ja noch mehr. Sind da noch mehr Anzeigen oder? Viel mehr. Ich habe 14 Anklagepunkte. 14 Anklagepunkte. Die vielen Straftaten sind nicht ihr einziges Problem. Ich weiß selber nicht mehr alles. Wenn ich ehrlich bin, wo ich die Straftaten gemacht habe, stand ich unter Strom, also unter Stoff. Lange sah es so aus, als würde Jasmin den Absprung aus der Ritterfamilie schaffen. Ihre komplette Jugend verbrachte sie im Heim. Sie sind irgendwie anders als der Rest. Ich bin ja vernünftig. Ich war jahrelang im Heim. War das gut für Sie, dass Sie im Heim waren? Mehr Verstand als Sie in der Birne. Sie zieht in eine eigene Wohnung, löst sich von der Familie. Ich bin froh drüber, da oben aus der Bruchbude raus zu sein. Von den ganzen Verbrechern, kann man so sagen. Jasmin schimpft auf ihren Onkel Christopher, auch auf Oma Karin Ritter. Die hat ein Rad dabei, die will ich gar keinen Kontakt mehr haben. Kann ich klipp und klar auch sagen, ich möchte mit dieser Frau nichts mehr zu tun haben. Ich werde auch klipp und klar sagen, ich werde den Namen Ritter abgeben. Ich schäme mich für diese Familie. Doch am Ende landet sie gemeinsam mit Norman und Christopher vor Gericht. Gefährliche Körperverletzung und Raub. Es droht sogar Gefängnis. Jasmins Geschichte bei Stern TV am 21. August um 22.15 Uhr.